Ja gut, Namdal Azad bei 20 Years on MTV, Folge 10 der zweiten Staffel, das Jahr 1990. Wir beginnen traditionell mit unserem kleinen historischen Abriss, was ist passiert in dem Jahr. Nelson Mandela wurde nach 27 Jahren eingebuchtet sein, endlich aus der Haft entlassen. Es gab ja vorher viele Protestaktionen, Benefizkonzerte und so weiter und so fort. Dann hat der Tropfen endlich den Stein gehüllt in diesem Jahr. 1990, auch das Jahr, in dem Deutschland Weltmeister wurde. Lang ist her, ne? Ja, 1:0 gegen Argentinien, Siegtor Andy Brehme und Spitzenelfer. Und im Rahmen der WM sind auch das erste Mal die drei Tenöre aufgetreten. Domingo, Pavarotti, Carreras. Ich weiß das so genau, weil das zur Eröffnungsfeier der WM war und meine Mutter hatte Tränen in den Augen. Die findet die cool. Ja, sind ja auch wirklich, ne? Also hier, top, wenn man sowas mag. Und was 1990 noch passiert ist, klar, sollte man auf keinen Fall unerwähnt lassen, die ersten gesamtdeutschen Wahlen. Das war Ende des Jahres, im November. Ja, im November. Hoffentlich kriege ich jetzt nicht 6 Minus in Geschichte, aber ich glaube, November war das. Und da hat die CDU-CSU das Rennen gemacht, ne? Wissen wir ja alle. Musikalisch wollen wir das Jahr 1990 mit einem Mann beginnen, der in diesem Jahr eigentlich auch quasi weg vom Fenster war. Das war nämlich sein letzter großer Hit, den wir jetzt gleich sehen. Die Rede ist von Billy Idol, der eigentlich Ende der 70er angefangen hat in England mit Generation X, so einer Punk-Rock'n'Roll-Band, dann irgendwann nach Amerika gegangen ist und dort schließlich 84 seinen großen Durchbruch hatte mit dem Album Rebel Yell. Da war dann Flash for Fantasy drauf und Eyes Without a Face und so weiter und so fort. Eigentlich eine Brüllerplatte. Und dann ging es langsam bergab. 87 dann ein Album, das er selbst als das größte Stück Scheiße bezeichnet hat, das er jemals gehört hat. Seine eigene Platte. Und 90 hatte er einen sauschweren Motorradunfall. Ironischerweise auf dem Weg ins Studio, bei dem diese Platte aufgenommen wurde, um die Masterbänder da abzuholen. Ja, und dann ist es halt passiert. Aber er hat es überlebt, wenn auch mit schweren Verletzungen. Und konnte sich dann über den Charterfolg dieser Single freuen. Hier ist Billy Idol, Cradle of Love. Das waren die Ramones mit Pet Sematary. Davor sahen wir Madonna mit Vogue. Die Ramones, ja lang schon nicht mehr unter uns. Und vor allen Dingen ihr Sänger. Denn Joey Ramone verstarb ja 2001 an einem Krebsleiden. Im Februar 2002 übrigens erschien ja sein Vermächtnis, Don't Worry About Me. Das sind Songs, die er solo aufgenommen hat, auch sehr toll. Ansonsten die Ramones, Anfang der 70er Jahre, in New York gegründet, waren dann so Aushängeschild für Punkrock aus Amerika und ein Rieseneinfluss für Punkbands aus Kalifornien der heutigen Tage. Also viel Surf-Sound dabei und einfach so 1, 2, 3, 4, go mit zwei Akkorden. Und live war das immer ein Erlebnis. Da haben sie die Songs nochmal doppelt so schnell gespielt und Joey Ramone stand halt wirklich so auf der Bühne und hat sich wirklich 2 Stunden keinen Zentimeter bewegt. Und die Ramones ja outfitmäßig ganz vorne dabei. Zerrissene Jeans, Chucks und schwarze Lederjacken und die Haare haben sie sich immer gegenseitig geschnitten. Das hat man daran erkannt, dass sie alle den gleichen Topschnitt hatten. Und wenn dann jemand neu in die Band kam, wie er mal ein Basser, dann hatte der erstmal den Ramones Customized Schnitt. Später durfte er dann so ein bisschen spiky herhaben, aber erstmal wurden die mit der Nagelschere hier so, ne, Topf aufgesetzt und rum. Großartige Band und eben leider nicht mehr unter uns, aber alte Ramones Platten bedenkenlos kaufen. Fast alle eigentlich. Pet Sematary übrigens, was wir gerade gesehen haben, ja schon aus der Spätphase, war Titelsong des Soundtracks zu Friedhof der Kuscheltiere von Steven Spielberg. So, und jetzt gibt es eine kleine Pause und danach geht es dann weiter mit mehr Krachern aus dem Jahr 1990. Das war Roxette mit It Must Have Been Love. In der ersten Staffel hatten wir ja The Look von ihnen und dann haben viele Leute gemeldet, hey, in der zweiten Staffel vielleicht der andere Hit? Hier kommt er, also hier war er, meine ich. Jetzt geht's weiter mit AC/DC. Ne? Über die noch was zu erzählen, hieß ja fast Eulen nach Athen tragen. Vielleicht aber noch ein paar Worte zur Historie generell. Ist ja eigentlich eine australische Band, haben sich da Anfang der 70er Jahre gegründet. Aber so der Erfolg kam dann erst Mitte der 70er, als dann Bon Scott, so ein Kleinkrimineller,
als Sänger hinzustieß. Und dann erschienen halt so Klassiker wie TNT. Ne? Und irgendwann ist die Band nach London übergesiedelt. Und es war 1979. Da schied Bon Scott von uns. Im Polizeibericht hieß es offiziell zu Tode getrunken. Hm. Sein Nachfolger wurde dann Brian Johnson. Und mit dem wurde dann meiner Meinung nach das bis heute beste AC/DC-Album Back in Black eingespielt. Und so ungefähr 10 Jahre später erschien dann eine Platte namens The Razor's Edge. Und da war auch nochmal so ein richtiger Kracher drauf. Unverwechselbares Riff am Anfang von Angus Young. Hier kommen AC/DC mit Thunderstruck. Das war Gloria Estefan mit Here We Are. Gloria Estefan ja mal bei der Miami Sound Machine. Und sie eigentlich so einer der ersten Latino-Stars, also quasi Jennifer Lopez-Vorläufer, in den Vereinigten Staaten, ja auch wahnsinnig erfolgreich in den 80ern und in den frühen 90ern. Jetzt geht's weiter mit Aerosmith. Da erschien 89 das Album Pump und das war für sie ein Riesenerfolg. Eigentlich war ihr Comeback ja erst wenige Zeit vorher, weil im Prinzip waren sie schon weg vom Fenster. In den 70ern haben sie zwar Stadien gefüllt, waren eine der Hardrock-Bands schlechthin, aber dann Anfang der 80er Drogenexzesse, pipapo, Auflösung. Und wenn nicht Run DMC die Idee gehabt hätten, Walk This Way in einer Hip-Hop-Version aufzunehmen und dann auch noch Steven Tyler zu fragen, hey Jungs, ich weiß zwar nicht, wie es euch geht, aber habt ihr nicht Bock, im Video aufzutauchen? Dann wäre vielleicht nie mehr was passiert mit Aerosmith. So aber gab es eben dieses Album, das auch wirklich sehr, sehr ordentliche Hitsingles abwarf. What It Takes war eine, Love in an Elevator war eine und eben dann 1990 Janie's Got a Gun. Hier sind Aerosmith.